hallo und herzlich willkommen. Auch herzlich willkommen an Daniel Grebe. Ja, Daniel, zuletzt hatten wir ja Gaetano Mann und Ersan Palatan da. Da haben wir einen Ausblick gewagt. Heute bist du da. Mit dir machen wir keinen Ausblick. Wieso bist du heute da, Daniel? Ja, ich glaube, es ist mittlerweile auch bekannt, dass ich ausscheiden werde in Kürze. Ja, und da dürfen wir uns gerne darüber unterhalten. Ich bin da offen und ehrlich, wieso, weshalb, warum. Und möchte mit so ein paar Dingen auch ja, sehr transparent sein. Und dass diese Entscheidung ganz klar von mir ausging, auch weil da immer mal wieder auch Gerüchte aufkamen, dass ich vor die Tür gesetzt wurde, dem ist nicht mal annähernd so. Aber da werden wir mit Sicherheit gleich noch im Detail drauf eingehen. Ja, du warst ja nicht nur Marketingleiter bei uns, du warst ja auch Spieler. Lass uns doch da mal mit anfangen, Daniel. Du bist damals in Rot-Weiß Essen zu uns zurückgekommen, hast beim Verein auch eine Ausbildung oder über den Verein eine Ausbildung bekommen. Wie waren die ersten Jahre beim WSV für dich wieder? Ja, sehr spannend. Ich habe damals ja, beim großen Erzrivalen Fußball gespielt, habe mich dann dazu aber entschieden, als ich Papa geworden bin, ja, einen anderen Weg einzuschlagen. Bis dahin war ich 10 Jahre Fußballprofi, aber allerdings nur in diesem Regionalliga-Oberliga-Bereich und musste dann irgendwann auch eine Entscheidung treffen, dass es so nicht weitergehen kann und habe eine parallele Ausbildung in Erwägung gezogen. Und dann hat damals Stevie und Manuel Bölzler Kontakt zu mir aufgenommen, ob ich mir das vorstellen kann, in die Oberliga zu wechseln, in Kombination mit einer Ausbildung. Und dann habe ich ja, mich zu dem Schritt entschieden. Ich meine, das ist auch meine Heimatstadt. Ich bin in Wuppertal aufgewachsen. Ich habe bei damals Borussia Wuppertal noch Fußball spielen gelernt. Für mich war das dann irgendwo, hat sich der Kreis geschlossen und habe mich dazu entschieden, das zu tun und habe dann eine kaufmännische Ausbildung bei einem Sponsor machen können und habe die erfolgreich abgeschlossen, ja. Du bist da immer sehr offen gegenüber mit umgegangen. Wie war das für dich? Du hast gerade schon angesprochen, du warst Fußballprofi und dann bist du auf einmal im gewissen Alter wieder zur Berufsschule gegangen. War das eine große Umstellung für dich? Tatsächlich ja. Ich hatte auch mit dem Gedanken viele, viele Jahre vorher schon gespielt, weil ich sage mal, wenn du es bis 20, 21, 22 nicht geschafft hast mit dem Durchbruch, dann sollte man sich ernsthaft damit beschäftigen, ja, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Das habe ich so vor mir hergeschoben, weil man konnte ja, in der Regionalliga von dem Geld gut leben. Und da musste ich mich nicht zwingend damit beschäftigen. Ich habe im Hier und Jetzt gelebt, das war auch eine coole Zeit. Ja, als ich dann mit Ende 20 dann ja, in der Berufsschule saß mit 17-Jährigen, ja, das war jetzt nicht das tollste Erlebnis, aber am Ende hat es mich geprägt und hat mir auch irgendwo Spaß gemacht, mal die normale Welt kennenzulernen. Und seitdem sehe ich die Fußballwelt mit ganz anderen Augen, ja, tatsächlich. Was sich viele immer fragen, da kann man dich vielleicht auch mal fragen. Du bist früher sehr viel rumgereist, du hast beim ersten FC Köln gespielt, musstest aber gleichzeitig die Schule besuchen und warst oft abgestellt. Wie ist das gerade für junge Leute? Ich glaube, früher war das noch mal anders als heutzutage mit den NLZs. War das damals schon für dich als Teenager eine riesen Doppelbelastung? Ich habe das nicht als Belastung gesehen. Am Ende war es mein Hobby. Ich hatte einen Traum, ich wollte Fußballprofi werden. Und den habe ich verfolgt. Und ich bin mit 13 Jahren zum ersten FC Köln gewechselt. Habe in Wuppertal auf dem Ölberg gelebt. Es gab dann einen sogenannten Fahrdienst, der dich dann abgeholt hat von zu Hause und wieder nach Hause gebracht hat. Und dann ging es für mich in die Schule. Schnell nach Hause, Mittagessen, wenn es noch gepasst hat, noch Hausaufgaben gemacht oder die im Fahrdienst gemacht. Und dann ja, ging es dann nach Köln und abends wieder zurück. Also ich war da sehr eingebunden, aber es hat ja auch Spaß gemacht. Es war natürlich ein Mega-Erlebnis, dann bei so einem Fußballverein spielen zu dürfen. Ja, kommen wir mal zurück zum WSV. Du hast gerade angesprochen, du bist in der Winterpause zurückgekommen. In dem Jahr sind wir direkt aufgestiegen. Ja, der WSV ist ja, glaube ich, dein Verein. Du hast gerade schon angesprochen, du hast am Ölberg gewohnt. Mittlerweile wohnst du in Barmen, bist Wuppertaler durch und durch. Wie war das gerade auch mit der Euphorie? Du kommst, wir steigen auf. Regionalliga, erste Jahr wieder. War super, oder? Ja, es war fantastisch. Ich meine, klar, ich habe den WSV verfolgt und ich wusste, was für eine Wucht in diesem Verein steckt. Es war, glaube ich, da auch, der WSV lag mehr oder weniger auf dem Boden, war mittlerweile nur in der Oberliga. Man stand ganz gut da. Man hat mit Gaetano Manno da wirklich auch einen richtig guten Transfer, ein halbes Jahr vorher, glaube ich, ist er Genau. gekommen, getätigt. Und ja, da war ein cooles Trainerteam, eine coole Phase trotzdem, auch wenn man nur in der Oberliga war. Das habe ich gespürt. Und dann, glaube ich, das erste Spiel, was ich gespielt habe, war dann vor 5000 Zuschauern im Stadion. Ja, das war schon der Hammer. Und dann haben wir auch wirklich eine coole Rückrunde gespielt mit coolen Spielen in Uerdingen gewonnen zum Beispiel. Also das war ja so der ärgste Konkurrent, die wesentlich mehr Geld investiert haben, auch als der WSV damals, das kann man glaube ich so sagen. Und wir haben uns dann durchgesetzt durch die mannschaftliche Geschlossenheit und dann ja, den Aufstieg damals in Bhutan gefeiert. Das war eine coole Sache und ja, dann hat man sich sportlich wieder so ein bisschen gefestigt auch als Verein.
Ist das eine Phase, wo du oft dran zurückdenkst? Du sagst gerade, Gaetano, Manu, ich glaube, ihr wart auch häufiger zusammen, wenn es ins Trainingslager ging, auf dem Zimmer. Hast du noch viel Kontakt zu den Ex-Spielern? Ja, zu Gaita, ich meine, er ist ja auch bekannt, ist er in aktueller Funktion auch. Wir waren ja, gemeinsame Mitspieler und ja, wir waren zusammen auf dem Zimmer im Trainingslager, hatten immer einen guten Draht, haben uns auch mal gestritten, haben viel gelacht. Das war immer ein ganz, ganz cooles Verhältnis. Und ja, zu dem einen oder anderen Ex-Spieler hat man noch Kontakt, aber am Ende sind es auch nur Weggefährten und Arbeitskollegen, so muss man das wirklich ausdrücken. Und ich habe vielleicht noch zu einer Handvoll, aber nicht nur durch den WSV, aber auch allgemein in meiner Karriere, in Anführungsstrichen, noch Kontakt zu Spielern. Ne? Also das verfliegt dann irgendwann auch. Wenn man sich trifft, wenn man sich sieht, dann freut man sich. Ich war, glaube ich, immer mit allen sehr, sehr gut und hatte ein freundschaftliches Verhältnis, aber es sind am Ende auch nur Arbeitskollegen und seltenst Freunde, das muss man wirklich so sagen. Gehen wir noch mal ein paar Jahre weiter. Du hast dann bei uns in der Regionalliga Fuß gefasst, war es eigentlich ja, undenkbar, dass du nicht gespielt hast bei uns. Du hast aber weiterhin das Marketing beim WSV, beziehungsweise du hast im Marketing angefangen beim WSV. War das dann der nächste Step, wo du sagen würdest, das war ein großer Schritt für mich auf der Karriereleiter neben des Fußballplatzes? Ja, das war einfach, das habe ich immer wieder betont, da bin ich unendlich dankbar für. Ich hatte meine Ausbildung abgeschlossen und habe dann, da kommen wir auch gleich zu, mein Vorgänger Marvin Klotzkowski und jetzt auch wieder mein Nachfolger. Ja, da durfte ich ganz, ganz kurze Zeit nochmal mit zusammenarbeiten und dann ist er ja auch gegangen und ja, ich wurde ins kalte Wasser geworfen. Man hat mir die Chance gegeben, ich habe es mir alles irgendwo selber beigebracht und das irgendwie versucht, bestmöglich hinzubekommen. Und das war für mich eine riesige Chance und eine sehr, sehr spannende Zeit, wo ich ganz, ganz viel Erfahrung sammeln konnte. Und ich bin am Anfang des Gesprächs ja schon mal darauf eingegangen. Man sieht dann wirklich, dass es was anderes gibt, außer dem Fußball. Und der Fußball irgendwo eine Seifenblase ist, die irgendwann platzt. Und dann kommt man in der realen Welt an. Und wenn man da nicht gut drauf vorbereitet ist, dann landet man ganz, ganz hart. Und da bin ich auch ein Stück weit stolz auf mich, dass ich dann das mit der Ausbildung gemacht habe. Und ja, den Ernst der Lage für mich persönlich mit Anfang 30 dann auch verstanden habe, zu sagen, du musst den Fußball jetzt zeitnah auch hinter dir lassen. Ja. Wir haben immer die Belastung gesprochen mit Schule und Fußball. Du warst aber inzwischen Familienpapa. Hast Fußball immer noch professionell gespielt und hast die Marketingabteilung geleitet. Wie intensiv war die Zeit für dich? Ja, das war dann gefühlt wirklich 24/7. Allerdings habe ich mir auch jeden Tag gesagt, Daniel, du hast jetzt 10 Jahre lang, auf Deutsch gesagt, im Sessel gelegen und nicht viel gemacht, außer Fußball gespielt, bisschen Playstation gespielt, Party gemacht und ausgeschlafen. So, den Tod musste ich dann jetzt mal sterben, mal sprichwörtlich gesagt, zu sagen, es ist an der Zeit, jetzt auch wirklich zu arbeiten in seinem Leben. Und ja, das musste ich dann gezwungenermaßen auch tun. Ich bin um 5 Uhr oder um 6 Uhr morgens aufgestanden, musste teilweise zur Berufsschule nach Düsseldorf, habe mich dann abgehetzt zurück zum Training oder nochmal in den Betrieb vor dem Training. Ich habe teilweise, wenn wir freitagsabends gespielt haben, habe ich dann samstags gearbeitet und den Tag nachgeholt. Also ich habe auch nichts geschenkt bekommen in der Ausbildung. Ich habe sie wirklich... war ein ganz normaler Angestellter wie jeder andere Azubi auch. Also da gab es jetzt auch keine Extrawürste oder nur in seltensten Ausnahmefällen. Und ja, dementsprechend war das schon eine heftige Doppelbelastung. Ich habe es trotzdem geschafft, die Ausbildung auf 2,5 Jahre zu verkürzen und sehr, sehr gut abzuschließen, weil ich es einfach mit der gewissen Ernsthaftigkeit auch angenommen habe. Ja, wie die Eltern immer so sagen, pass in der Schule auf, musst du weniger zu Hause machen. Ich habe es einfach ernst genommen und war immer pünktlich, war immer verlässlich. Habe meine Dinge einfach ordentlich gemacht, wie ich das in meinem Leben immer gemacht habe. Dann bist du anschließend zum WSV gekommen. Ist das alles einfacher geworden für dich, weil du dann quasi in Anführungszeichen noch einen Arbeitgeber hattest? Konntest du dann mehr die Stunden variieren und schieben? Vielleicht auch schon damals im Homeoffice oder bei Kundenterminen nach Trainingsende? Ja, also es war dann irgendwie so ein Pendeln zwischen Büro und Trainingsplatz. Ne? Vor dem Training, wo wir mit 2-mal am Tag Training hatten, ich meine, ist ja auch kein Geheimnis, in der Regionalliga bist du Vollprofi und hast halt auch Trainingszeiten ja, wie ein Bundesligaspieler zum Teil. Und dann bin ich vor dem ersten Training morgens schon ins Büro, schnell nach unten umgezogen. In der Mittagspause, als die anderen sich ausgeruht haben oder Mittagessen gegangen sind, bin ich halt ungeduscht, so schnell wie möglich halt hoch ins Büro, habe meine Sachen versucht abzuarbeiten. Und dann war der Tag auch schon fast wieder rum, weil die zweite Trainingseinheit mit Besprechung oder Physio oder sonstiges war dann auch vor 17, 17.30, 18 Uhr warst du auch nicht mehr unten aus der Kabine. Und dann hat sich das schon fast nicht mehr gelohnt, aber teilweise bin ich danach auch noch ins Büro gegangen. Dann hat man noch Kinder. Dann wird das alles schwierig, unter einen Hut zu bringen, aber will nicht jammern. Es war eine intensive Zeit,
Nur dann kam irgendwann der Tag zu sagen, jetzt müssen wir mit dem Fußball aufhören. Und das war dann zu viel und es stand auch oder steht bis heute zu viel Arbeit an im Bereich Vertrieb und Marketing. Ja, du sprichst gerade einen Punkt an, den ich jetzt angesprochen hätte. Nach über 150 Pflichtspielen für den WSV war dann auf dem Platz für dich die Fußballkarriere vorbei. Du hast danach, glaube ich, noch ein Spiel im SSV Suttberg gemacht. War das eine Entscheidung gegen den Fußball, für den neuen Marketingjob? Wie ist die Entscheidung in dir gereift? Ja, ich hatte das ja auch eben schon mal erwähnt. Ich habe den Fußball mit anderen Augen gesehen. Tatsächlich wusste ich, die Zeit wird irgendwann kommen und ich war dann Anfang 30, mit 33 habe ich aufgehört oder mit 34 sogar. Ich war körperlich noch fit und ich glaube, ich war auch noch gut genug, um der Mannschaft irgendwo in gewissen Situationen zu helfen. Nur irgendwann kommt auch der Tag, da muss man für sich Prioritäten setzen. Und es hat für mich mehr Sinn gemacht, tatsächlich zu sagen, es steht so viel an oben auf der Geschäftsstelle in meinem Job, da muss man sich auch irgendwann eingestehen, man ist auch nicht mehr der wichtigste Spieler gewesen unter Björn Mehnert, den ich für einen sehr, sehr guten Trainer halte. Er war offen und ehrlich zu mir und hat gesagt, Daniel, ich würde mich freuen, wenn du bleibst, aber eins ist auch Fakt, du wirst nicht mehr die Spielzeit bekommen, die du dir erhoffst. Und wenn du regelmäßig spielen möchtest, dann musst du woanders hin wechseln. Aber ich habe ihm gesagt, ich komme mit der Rolle klar und wenn du mich brauchst, dann bin ich da, ob du mich eine Minute brauchst, oder 90 Minuten und danach wieder aus dem Kader, das war mir in Anführungsstrichen egal. Ich habe meine Rolle dann einfach so akzeptiert, weil ich auch wusste, ich habe auf eine andere Art und Weise eine ganz andere wichtige Funktion im Verein. Und deswegen war es aber dann irgendwann so, dass ich sage, ja, dann fährst du nach Rödinghausen, sitzt dann da 90 Minuten auf der Bank, kommst wieder nach Hause und denkst dann, wofür soll ich diese Zeit jetzt noch verschwenden, wenn ich die anders investieren kann. Und dann hat man einfach, haben beide Seiten einfach auch gesagt, das macht dann keinen Sinn mehr. Und dann habe ich von jetzt auf gleich auch aufgehört und habe die Entscheidung auch nie bereut. Ja, Hand aufs Herz, du hast, seitdem du ganz klein bist, jeden Tag vom Ball getreten, inzwischen gar nicht mehr. Juckt es ja manchmal noch an den Fingern oder besser gesagt am Fuß? Ich bin jetzt mal offen und ehrlich, ich vermisse den Fußball so gut wie gar nicht. Also das kommt selten vor, dass ich freiwillig Sport mache, geschweige denn Fußball spiele. Nicht so wirklich. Ich gucke auch nicht gerne Fußball. Ich habe da wirklich so ein bisschen emotionalen Abstand von gewonnen. Ich verfolge den WSV selbstverständlich. Aber ich gucke mir jetzt auch kein Champions League-Spiel an oder gehe ganz selten mal auch eine Runde kicken mit ein paar Jungs. Wie ist das dann für dich? Du hast gerade gesagt, ein paar Jungs. Im Januar hat die WSV Traditionsmannschaft gespielt. Du bist eingeladen worden. Hat es dir nochmal Freude bereitet oder war das wirklich eine Qual für dich dann? Ja, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Wenn ich dann auf dem Platz stehe und ich glaube, das kann ich wirklich so behaupten, gebe ich dann immer alles. Das habe ich immer getan und das habe ich auch in dem Fall getan. Dann, wenn man dann wirklich einmal auf dem Platz steht, dann brenne ich natürlich auch und gebe auch alles. Aber der Weg dorthin ist für mich immer die Motivation, fehlt mir so ein bisschen, mich aufzuraffen, Sport zu machen. Aber das war natürlich ein cooles Erlebnis und so eine für die WSV-Traditionsmannschaft stehe ich, glaube ich, auch in Zukunft immer zur Verfügung, wenn ich dort eingeladen bin. Da freuen wir uns. Ja, kommen wir mal vom grünen Rasen hoch ins Büro. Ich glaube, auf dem Rasen hast du dein Herz immer da gelassen, das betonst du auch 100% gegeben. Da bist du wirklich in die Marketingposition reingekommen. Du warst von Anfang an alleine. Du hast gerade gesagt, Marvin Klotzkowski war noch ein paar Wochen da. Wie war das für dich? Du hast ja auch nicht den klassischen Beruf Marketingleiter gelernt. Wie war das für dich? Ja, tatsächlich war die Übergabezeit mit Marvin da, aber die war jetzt auch nicht allzu lang. Das hat sich so ein bisschen überschnitten. Und dann habe ich halt Learning by Doing betrieben. Hab's bestmöglich versucht, habe mich ein halbes Jahr freigeschwommen. Ich glaube, die Kunst ist einfach im Bereich Vertrieb auch oder in dem Partnermanagement mit Sponsoren einfach authentisch zu sein. Ich hatte das große Glück, halt auch Spieler zu sein und die meisten Partner, die sich mit dem WSV engagieren, die arrangieren, die sind ja auch irgendwo Fan und kannten mich dann auch ein Stück weit. Das war es für mich natürlich ein bisschen einfacher, auch in den Gesprächen. Aber ja, ich bin mit der Zeit in diese Rolle reingewachsen und habe mich da ganz gut zurechtgefunden. Und ja, auch da habe ich immer mein Bestes gegeben und versucht, den WSV immer gut zu vertreten. Und ich glaube, das habe ich bis heute ganz gut hinbekommen. Zwischenfrage, du sagst gerade, die kannten mich noch oft als Ex-Spieler. Wie ist das heute, wenn du einen neuen Sponsor begrüßt? Kennt ihr Daniel Grebe noch? Ja, als Spieler? Zum Teil schon. Nicht alle, aber gut, zum Teil auch schon, ja. Was macht denn der Job Marketing, Vertrieb für dich aus? Ich meine, du bist ein sehr kommunikativer Mensch. Ist es nur das oder was bereitet dir gerade Freude an deinem Job? Ja, also der Umgang mit Menschen,
Für mich bin auch relativ zügig von diesem Begriff Sponsoring auch weggegangen. Ich habe das eher ja, unter dem Begriff Partnerschaft gerne laufen lassen. Das war mir immer wichtig. Das ist natürlich mit der Anzahl an Partnern alleine immer schwierig, alles umzusetzen. Aber ich habe da immer versucht, wo sieht das Unternehmen seinen Mehrwert? Was möchte das Unternehmen erreichen? Das habe nicht immer nur die WSV-Seite gesehen, Logo dahin und Kohle kassieren. Das war nicht meine Intention, sondern habe immer versucht, dass die Leute sich gut aufgehoben gefühlt haben beim WSV. Und ich glaube, das ist das Spannende an so einem Job, dass man wirklich individuell mit jedem Unternehmen ja, an einem Paket irgendwo arbeitet, womit beide Seiten zufrieden sind. Und ja, auch was halt das Spannende ist, du bist halt ein bisschen abhängig auch von der Entwicklung im Sport. Ne? Also am Ende ist es immer noch ein Sportverein und die Mannschaft kann schon dazu beitragen, dass die Partner auch zufriedener sind, wenn man oben mitspielt. Ne? Was sich viele immer fragen, was macht ein Vertriebler im Sportverein? So einen klassischen Arbeitstag gibt es bei dir, glaube ich, gar nicht. Kannst du mal so beschreiben, kommst morgen ins Büro, wie sieht dein Tagesablauf aus? Ja, es ist ja auch kein Geheimnis, dass man, dass ich jetzt über die Jahre halt dort auch alleine war und nicht nur Vertrieb gemacht habe und Marketing, sondern auch, ich sag mal, in so einem kleinen Team ist man auch in so vielen Prozessen verschmolzen, wo man sich um ganz, ganz viele andere Sachen kümmert. Und ja, teilweise ist mein Notizbuch mit Aufgaben so voll, dass und es wird nicht leerer, sondern kommt von Tag zu Tag immer mehr Aufgaben dazu. Und ja, das ist schon sehr komplex. Es sind einfach, kommst ins Büro, dann schmeißt einen Rechner an, dann guckst du, hast du erstmal zig E-Mails und teilweise auch schon auf dem Weg ins Büro telefonierst du. Telefon steht natürlich auch selten still in dem Beruf und ja, dann hast du einfach potenzielle neue Partner, mit denen du dich triffst, aber auch Bestandskundenpflege ist natürlich ganz wichtig. Ne? Dann gibt es Vertragsinhalte, die umgesetzt werden müssen, wie Social Media Posts oder verschiedene Sponsor of the Day oder verschiedene andere Sachen, dass du alles auf dem Schirm haben musst und also langweilig wird es definitiv nicht. Also du kannst so einen Tag schon sehr, sehr gut füllen und ja, könntest auch jeden Tag wesentlich mehr als 8 Stunden arbeiten, ja. Ja, du hast gerade schon mehrfach angesprochen, dass du alleine warst. Am Sponsorenabend hattest du angesprochen, dass du ja platt bist. War das jetzt eine Entwicklung in den letzten Monaten oder hast du von Anfang an gemerkt, ich brauche eigentlich Unterstützung und wir müssen das Team erweitern? War das so ein Moment, wo du auch darüber nachgedacht hast, wie geht das weiter? Wie das so ist, in der Anfangseuphorie, glaube ich, nimmt man ganz, ganz viele Dinge auch einfach so hin, wie sie sind. Ich kannte die Situation auch nicht. Ich habe sie dann auch so vorgefunden und auch so angenommen. Ich war jetzt dann mittlerweile auch 4 Jahre in der Position. Ich weiß gar nicht, ob es im Vorfeld beim WSV in der jüngsten Vergangenheit war, das ja immer eine relativ hohe Fluktuation in dem Bereich, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, es wird mir zu viel persönlich. Das ist mir nachts über die Bettdecke gelaufen, der Job. Ich fing an, mir nachts Notizen zu machen, Gedanken zu machen. Ich habe es persönlich einfach nicht mehr geschafft abzuschalten. Habe dann auch relativ oft Migräne gehabt, ich will jetzt gar nicht jammern, das waren die ersten Anzeichen, wo ich mich ausgebrannt gefühlt habe und einfach auch nicht mehr ganz so glücklich war mit der Situation, wobei ich immer sage, eigentlich ist das ein Traumjob, muss ich sagen, aber ja, ich war ein Stück weit ausgebrannt, dazu stehe ich auch, bin nicht mehr weitergekommen in vielen Bereichen. Ja, ich glaube, ich habe einen sehr guten Draht zu allen gehabt, aber am Ende ja, habe ich ja auch Ziele und will weiterkommen und ich war mit meinem Latein dann irgendwann auch so am Ende, wo ich gesagt habe, auch eine Alternative geschuldet, muss ich natürlich dazu sagen, wenn dann auf einmal eine Alternative da ist, muss man sich Gedanken machen und die kam dann und dann musste ich für mich abwägen, will ich das noch so weitermachen, sehe ich mich in Zukunft auch weiter in der Position, in der aktuellen Struktur, das so weiterzumachen, werde ich dem Ganzen gerecht. Bin ich damit glücklich, weil am Ende muss man ja auch irgendwo auf sich gucken und nicht immer anderen Leuten gerecht werden, sondern ich muss mich damit auch wohlfühlen und das waren die ersten Anzeichen, dass das nicht mehr so war und ja, das Ziel ist irgendwann die 3. Liga und da musste ich mich auch hinterfragen, möchte ich das, möchte ich mit in die 3. Liga, weil es wird nicht weniger, es wird wahrscheinlich noch höher, schneller, weiter und noch mehr Arbeit und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen. Ja. Du hast gerade viele Punkte genannt, wieso, weshalb, warum du dich dazu entschieden hast, von dir aus zu sagen, ich kündige. Wie lange hat das bei dir im Kopf gedauert? War das eine Sache, wo du nach einer Stunde wusstest, ich möchte das nicht mehr? Hat das wirklich sehr lange gedauert? Wie war das für dich im Kopf? Weil du hängst ja schon am Verein. Ja, es war mit Sicherheit eine sehr schwere Entscheidung und es war ein längerer Prozess, der sich so entwickelt hat, über Monate, vielleicht aber auch schon insgeheim über die letzten 1-2 Jahre tatsächlich.
Ja, und wie ich ja gerade erwähnt habe, dann hast du auf einmal eine Alternative. Ich habe natürlich auch mittlerweile ein sehr, sehr großes Netzwerk an Unternehmern, die ich kenne, an Geschäftsführern, an Vorständen. Und ja, da kriegst du schon suggeriert, dass du ein ganz zuverlässiger Ansprechpartner da warst im Vertrieb und die Leute dich mögen. Und dann kam auf einmal der Tag X, wo dann auf einmal sich eine Alternative aufgetan hat. Und dann fing es natürlich ernsthaft an zu rattern. Ja. Da musste ich trotzdem noch viele Nächte drüber schlafen und ja, habe mich aber dann gemeinsam mit meiner Familie auch dazu entschlossen, ja, zukünftig was anderes zu machen. Ja, du hast gerade angesprochen, dass du viele Kontakte hast. Ja, viele Menschen fragen sich, was macht Daniel Grebe in der Zukunft? Gehst du zurück zu Rot-Weiß Essen, Daniel? Was machst du? Nee, zu Fortuna Düsseldorf. Nein, Spaß beiseite. Ich gehe in die freie Wirtschaft, ich gehe zur EGP Handelskontor in den Vertrieb, werde dort im Innendienst erstmal tätig sein und eingearbeitet. Ich bin da auch branchenfremd. Das wird auch eine spannende Phase für mich. Habe da riesengroßes Vertrauen ausgesprochen bekommen und von den beiden Geschäftsführern, wo ich mich sehr, sehr wohlfühle mit der Entscheidung, muss ich auch offen und ehrlich sagen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe, das wird spannend. Ich weiß heute noch nicht, und das wissen auch meine neuen Chefs, glaube ich, noch nicht, wo geht die Reise dorthin? Ist das was für mich? Ist es, also erstmal vom ersten Gefühl her, habe ich da richtig Bock drauf und freue mich drauf. Ich bin aber zum ersten Mal, habe ich einen Arbeitgeber wechselt und bin raus aus dem Fußball. Das wird für mich auch eine ganz neue Situation, weil im Fußball hat man ja schon, verknüpft man Hobby ein bisschen mit Beruf. Deswegen sagte ich eben auch schon mal, ist das eigentlich ein Traumjob, vermeintlich? Trotzdem... ja, war mir die Zukunftsperspektive mit dem Job irgendwo, ja, kam für mich mehr in Frage. Ist das was, was für dich reizvoll ist, in die freie Wirtschaft zu gehen? Sagst du vielleicht gerade Thema Fußball, wie geht's weiter? Weiß keiner, kann schnell gehen im Fußball. Ist das was, wo du sagst, ich gehe lieber in die freie Wirtschaft, weil es mir mehr Spaß macht oder weil du mehr Sicherheiten hast? War das alles, was in dem Kopf war? Das sind dann alles Sachen, die ich jetzt erstmal rausfinden muss. Ne? Wie gesagt, ich kann es ja nur im Fußballverein zu arbeiten. Ich klammer die Ausbildung jetzt mal aus. Deswegen, wenn das jetzt auch spannende Monate, die nächsten Monate für mich und hoffentlich auch Jahre, um das rauszufiltern, ob mir das mehr Spaß macht. Ja, Thema Sicherheit und Zukunftssicherheit ist ein sehr, sehr großes Thema bei mir. Allerdings habe ich natürlich auch nicht, egal in welchem Unternehmen, hat man nie die hundertprozentige Sicherheit, dass man da immer einen hundertprozentig festigen Arbeitsplatz hat. Das kann sich ja auch schnell ändern. Ne? Das Unternehmen läuft nicht mehr oder... es passt auch einfach nicht, das kann ja auch passieren. Allerdings ist es, glaube ich, in dem Fußballverein, ja, in unserem Fußballverein natürlich dann auch nochmal eine spezielle Situation, wie das in Zukunft dann, aber in naher Zukunft mache ich mir jetzt keine großen Sorgen, aber ja, ob ich jetzt in 3 Jahren oder in 4 Jahren noch in der Position gesessen hätte, das weiß ich nicht. Aber das weiß ich halt, wie gesagt, auch nicht im neuen Job. Ich habe mich dazu entschieden, dann diese Variante zu wählen, die fand ich zukunftssicherer. Ja, du hast deinen Nachfolger eben schon angesprochen, Marvin Klutzkowski, mittlerweile seit 1.3. offiziell beim WSV vorgestellt und im Amt. Ja, du durftest deinen Nachfolger mit aussuchen. Es war ja tatsächlich einige Bewerbungen, die gekommen sind, die gesagt haben, ich kann mir das vorstellen, für den Wuppertaler SV zu arbeiten. Wie sah das aus? Da hat der Verein, also der Vorstand, der, glaube ich, bewusst gesagt, Daniel Grebe, kein anderer kennt die Sponsoren besser, der kann da mitgucken und seinen O-Ton zu abgeben. Wie lief das ab? Ja, muss ich ein bisschen korrigieren. Mit aussuchen ist jetzt, geht jetzt ein bisschen zu weit, aber der Verein hat mich darum gebeten, ob ich bei den potenziellen Nachfolgergesprächen auch mit dazukomme, weil ich das, glaube ich, schon ganz gut einschätzen kann. Gerade bei der menschlichen Komponente, die sehr, sehr wichtig ist in dem Bereich. Da, die Expertise ist auch wichtig, aber in erster Linie, sag mal, bis zu einer gewissen Größenordnung bei Partnern, ist, glaube ich, eher die menschliche Komponente auch ganz, ganz wichtig. Und da hat der Verein mich gebeten, dass ich dazukomme, um mir auch einen Eindruck zu machen oder auch mein Feedback abzugeben, sollte das passen oder könnte das passen oder nicht. Und da war ich bei Gesprächen dabei. Da waren sehr interessante Kandidaten auch mit dabei. Tatsächlich bei Marvin, beim Nachfolger, war ich jetzt nicht dabei, aber im Vorfeld bei ein paar anderen. Und es waren auch potenziell ganz gute dabei. Aber die Entscheidung liegt ja am Ende auch nicht bei mir. Und ich glaube, man hat jetzt natürlich die Optimallösung gefunden für den Verein. Ja, du sprichst gerade an, Marvin Klutzkowski hast gerade als Optimallösung betitelt. Ja, worauf können sich die Fans, aber auch die Sponsoren und Partner freuen mit Marvin Klutzkowski? Ja, erstmal kennt Marvin, glaube ich, aus der Vergangenheit. Ich meine, ganz viele Partner sind auch immer noch dabei, auch aus seiner Zeit.
Da sind ja ganz viele langjährige, treue Partner an Bord. Erstmal kennt er den Wuppertaler SV ganz gut, hat selbst 2 Jahre hier gearbeitet, er kennt viele Sponsoren noch ganz gut. Er hat, glaube ich, über die letzten Jahre jetzt auch, ja, auch nochmal super Erfahrungen sammeln können, auch im Bereich seiner Geschäftsführung und auch Geschäftsstellenleiter beim FSV Zwickau. Ich glaube, er hat eine unglaubliche Expertise, er hat ein gutes Auftreten. Ja, ich sag mal, meine Kopfschmerzen, die ich so mit meinem Weggang tatsächlich auch so ein bisschen hatte, ist ja nicht so, dass mir das egal ist, was jetzt. Ich bin ja nicht der Typ nach mir die Sinnflut. Deswegen habe ich mich auch bereit erklärt, noch länger zu bleiben, als ich in Anführungsstriche hätte müssen, weil ich hätte auch eher gehen können. Die Übergabe wird jetzt natürlich nicht mehr ganz so problematisch. Da hatte ich echt Kopfschmerzen, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Das ist jetzt natürlich was ganz anderes. Marvin und ich werden jetzt in den letzten Wochen, wo ich noch da bin, losziehen. Uns bei den Sponsoren persönlich vorstellen und ja, da kann der WSV sich auf einen sehr verlässlichen, guten Mann freuen und die Sponsoren können sich auf den freuen und die Fans, auch jemand, der das lebt und der richtig was auf dem Kasten hat und der wird den Laden hoffentlich auf Vordermann bringen und weiter nach vorne bringen. Ja, du hast gerade gesagt, dass du verabschiedest dich und stellst deinen Nachgänger, deinen Vorgänger wieder vor. Was steht sonst noch die letzten Tage für dich beim WSV an? Hast du noch wichtige Termine oder wie sehen die letzten Tage bei dir aus? Ja, das ist ja jetzt schon in den letzten Monaten für mich immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Welche Termine machen für mich jetzt noch Sinn wahrzunehmen? Dadurch, dass jetzt Marvin da ist, werde ich ja, ganz viele Termine jetzt auf ihn abwälzen, weil das macht keinen Sinn, jetzt die Vorgespräche zu führen und er weiß von nichts. Das heißt, gerade bei potenziellen neuen Partnern wird sich Marvin jetzt dort einklinken und die Gespräche führen. Ich kann gerne dazukommen, wenn das vonnöten ist. Ansonsten geht es jetzt darum, eine vernünftige Übergabe zu machen. Gibt ja auch jeder Sponsor ist halt schon sehr individuell. Da kann ich meine persönliche Einschätzung zu jedem Einzelnen geben. Meine Einschätzung, wird er weitermachen, wird er ausscheiden, weil es gibt ja auch den einen oder anderen, der, ich will nicht sagen, dass es an meine Person gekoppelt ist, aber gerade in dem Bereich Partnermanagement, ja, ich habe mit allen ein sehr gutes und freundschaftliches Verhältnis gehabt. Gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sich vielleicht jetzt dazu entscheidet, der Daniel ist nicht mehr da, dann möchte ich auch ausscheiden. Die werde ich natürlich noch versuchen umzustimmen. Das kann ich jetzt auch guten Gewissens wirklich machen, weil ich sage, da sind sie in guten Händen. Ja, das werden jetzt nochmal spannende Wochen. Der Terminkalender füllt sich so langsam immer mehr mit Marvin zusammen. Wir werden jetzt losziehen und die Übergabe bestmöglich machen. Aber da er weiß, wie er aufzutreten hat, wenn er zu den großen Partnern, aber auch zu mittleren oder kleinen geht. Aber gerade bei großen, da brauche ich ihm jetzt nicht erklären, wie er sich dazu verhalten hat. Und er wird das schon mit Konzepten und mit Ideen dort vorstellig und geht nicht dahin und sagt, wir brauchen mal Kohle. Da ist ein guter Mann an Bord. Kommen wir mal zurück über zu dir. Am 16.03. spielen wir das letzte Heimspiel, wo du noch an Bord bist, gegen SSV Gefelbert. Freust du dich auf den Tag oder trauerst du dem Tag entgegen? Wie sieht es aus bei dir? Ich freue mich auf den Tag. Das wird jetzt so mein letzter Arbeitstag bei einem Heimspiel sein. Ja, wird vielleicht auch ein bisschen emotional, ne, den einen oder anderen. Ja, oder ich werde da ganz, ganz viele auch verabschieden nochmal an dem Tag, die in den VIP-Raum kommen oder im Stadion sind. Ich halte mich ja nicht nur im VIP-Raum auf. Ja, aber ich bin nicht aus der Welt. Ich glaube, das habe ich ja auch auf dem Sponsorenabend gesagt. Ich werde als Gast mit Sicherheit regelmäßig erscheinen und die Leute ja, weiterhin sehen und treffen. Ich bin nicht aus der Welt und man sieht sich dann immer zweimal im Leben. Und ja, wir werden uns alle nochmal über den Weg laufen, da bin ich mir sicher. Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Wie gehst du in die Zukunft? Kommst du uns noch besuchen? Holst du dir jetzt eine Dauerkarte, Familiendauerkarte mit der Familie? Gehst du zu den Ultras? Wie sieht's bei dir aus, Daniel? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin jetzt nicht so der Fußballaffinste, trotz meiner fußballerischen Vergangenheit. Also wenn es passt, dann komme ich mit Sicherheit ins Stadion. Ob ich mir jetzt eine Dauerkarte kaufe, das wage ich zu bezweifeln, weil, wie gesagt, ich nicht so gerne Fußball gucke. Aber an irgendeine Eintrittskarte werde ich schon rankommen, habe ich auch im Sponsorenabend gesagt. Ganz viele Partner kenne ich. Ich weiß, dass ganz, ganz viele auch Karten besitzen. Ich werde schon an eine Karte kommen und ja, mich so oft wie möglich blicken lassen, weil ich glaube, ich gehe im Guten und ich glaube, ich bin bei den meisten Leuten oder bei ganz, ganz vielen, das kann ich glaube ich so behaupten, eine ganz gute Erinnerung. Und ja, da freut man sich natürlich auch, gibt einem dann ein gutes Gefühl, wenn man ins Stadion kommt und die Leute freuen sich auf einen. Und das war mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich hier im Guten auch gehe. Und deswegen ja, sitzen wir auch hier, dass ich das auch mitteile. Ich wurde nicht vor die Tür gesetzt, sondern das war meine freie Entscheidung. Ich glaube, der Vorstand hätte sich mit Sicherheit auch gefreut und auch viele andere Arbeitskollegen auf der Geschäftsstelle.
nicht weitergemacht hätte. Aber so ist die Situation jetzt nun mal. Das glaube ich auch, da schließe ich mich an. Gibt es eine Sache, wo du sagst, die werde ich vermissen, das wird mir fehlen? Im Stadion, bei Sponsorengesprächen, gibt es da irgendwas, wo du schon hinterher trauern wirst? Auch das muss ich rausfiltern. Ich glaube, dass man im Fußball, allgemein im Sport, mit echt coolen Leuten zu tun hat und ganz, ganz eine lockere Atmosphäre. Man ist sehr schnell beim Du, man hat sehr schnell auch irgendwie eine private Schiene. Ja, das werde ich mit Sicherheit vermissen. Aber das kann natürlich auch in meinem neuen Job genauso passieren. Das ist ja auch immer typenabhängig. Ich bin da immer sehr offener und lockerer Typ und versuche auch immer auf Augenhöhe mit allen Leuten zu kommunizieren. Aber das ist erstmal so, auch in der Vergangenheit mit Mannschaftskollegen, wenn du den Spielern über den Weg läufst, die Späßchen machen, das ist natürlich in einem Fußballverein, da hast du halt mit vielen Bekloppten zu tun, ist das immer eine ganz witzige Geschichte. Davor habe ich so ein bisschen Angst, dass dieser Witz, und ich bin ja auch ein bekloppter und lustiger Kerl, dass ich das nicht mehr so oft vorfinde, aber das wird sich dann noch zeigen. Drück mal die Daumen, dass das so klappt. Abschließende Frage, was war dein schönster Moment beim WSV? Kann sowohl was im Trikot gewesen sein, auf der Geschäftsstelle, Mannschaftsfahrt, gibt es da vielleicht eine lustige Anekdote, wo du noch gern dran zurückdenkst? Boah, da müssen wir das jetzt sehr, sehr ausschlachten. Sportlich, Derby-Siege gegen RWE, das Pokalspiel gegen Oberhausen war cool, der Aufstieg aus der Oberliga in die Regionalliga war super. Und außerhalb des Platzes kann ich immer noch wieder sagen, die Besuche des Kinderhospizes im Stadion oder auch, ich war selber vor Ort, das waren Momente, die mich geprägt haben fürs Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das waren die schönsten Momente, auch gleichzeitig einer der traurigsten Momente. Wenn du selber Familienpapa bist, dann ist das schon ganz hart, das mitzuerleben. Aber ja, fantastische Arbeit, die da geleistet wird. Oder auch bei Leben in Vielfalt, eine Kindertagesstätte für behinderte Kinder und beeinträchtigte Kinder, auch dort tolle Termine gehabt. Und da merkt man einfach, ich meine, wir sind jetzt keine Spieler, keine Bundesligaspieler und keine Stars, aber wenn man dann als Spieler des Wuppertaler SV irgendwo auftritt und die Kinder haben dann strahlende Augen oder die Eltern sagen dir, Herr Grebe, sie haben mein Kind therapiert, weil sie so toll und nett sind, weil wir hier ins Stadion kommen durften, dann geht einem das Herz auf. Das sind die tollsten Momente gewesen, ja. Ja, schön, dass du auch solche Momente im Hinterkopf hast. Daniel, ich danke dir, dass du bei uns warst, nicht nur heute hier. Danke, dass du den WSV letzten Jahr nach vorne gebracht hast und ich wünsche dir nur das Beste für die Zukunft. Danke, ebenso. Dankeschön.